Servus und herzlich willkommen bei Cheflog. Wir stehen in der Küche und wir wollen euch mal zeigen, wie ihr hier vorne die Klappe beim Ofen rauskriegt, beziehungsweise die Scheibe richtig toll sauber kriegt. Genau, das kann man nämlich ausbauen und das zeigen wir euch jetzt in dem Video. So, als allererstes Ofenklappe auf und dann habt ihr hier so kleine Nasen, die müsst ihr einmal komplett umknicken. So, und jetzt könnt ihr theoretisch ganz einfach nach oben aushängen und rausziehen. Und schon habt ihr es draußen. So, am besten legt ihr euch eine Unterlage drunter, damit ihr halt das Sachen verkratzt. Und jetzt habt ihr hier solche Nasen dran, hier so. Und die müssen wir jetzt in dem Fall nach oben ziehen und nach vorne schieben, so dass die Glasplatte frei ist. Das ist natürlich auf beiden Seiten. So, und jetzt kann man die Glasplatte normal rausnehmen. Das macht jetzt Lorraine mal. So, jetzt ist die erste Platte draußen und jetzt haben wir die zweite Platte. Da habt ihr hier oben so eine Nase. Das ist so Gummipropfen, das heißt, da müsst ihr nicht viel machen, sondern ihr zieht eigentlich nur die Platte nach oben und dann springt das raus und dann könnt ihr die nach vorne rausziehen. Das macht jetzt auch Lorraine, weil ich habe die Kamera in der Hand. So, jetzt habt ihr alle Scheiben einzeln, das ist die mittlere, das ist die also innere und das ist natürlich die äußere und die könnt ihr jetzt reinigen. Nehmt dazu am besten entweder Glasspray, einfach nur drüber fahren oder wenn ihr so eingebrannte Sachen habt, wie bei uns hier so ein bisschen, also ich hoffe, man sieht das hier, dann nehmt ihr Backofenspray, macht das drauf, lasst es einwirken und dann klappt das. Ich zeige euch gleich, wie wir es wieder zusammenbauen. So, nachdem ihr die ganze Geschichte nun sauber gemacht habt, also ihr seht, es ist sauber, müsst ihr das Ganze natürlich wieder rückwärts einbauen. Das versucht jetzt Lorraine mal. So, genau, also dort die Nasen wieder rein ins obere, genau bei uns. Und hier hat man, ich mach mal die Seite, da hat man hier das, genau, und rein. Genau, und schon ist die erste Scheibe wieder drin. So, und jetzt kommt noch die zweite Scheibe rein. Guckt, dass es richtig rum einbaut. Bei uns in unserem Fall, dass jetzt die Ecken, also diese abgeflachten Ecken, kommen jetzt nach unten. So, genau, hinten richtig rein. Dort in diese Nasen, da. Und dann könnt ihr das nämlich hier vorne wieder zuschieben. Und schon ist alles wieder drin. So, und zu guter Letzt müssen wir jetzt die Nasen dort wieder einführen. In den beiden Seiten. Genau. So, nach unten. Langsam, dann hängt das. Und jetzt runter diese Nasen wieder zuklappen auf beiden Seiten. Und schon habt ihr einen sauberen Ofen. So, das war's. Es ist gar nicht schwer, wenn man es mal gemacht hat. Ich denke, das ist alles selbsterklärend. Man muss es halt nur wissen. Deswegen machen wir diese Videos. Deswegen, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo da lassen. Das würde uns freuen. Teilt das Video gerne und ansonsten bleibt nur noch zu sagen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.